Meine Damen und Herren, ich darf Sie heute zur letzten Veranstaltung begrüßen in unserer Reihe Samstags zwischen Brötchen und Borussia, moderne Physik für alle. Und hier in diesem riesengroßen Studio darf ich sogar meine Maske aufnehmen und tue das auch. Und möchte Ihnen jetzt erklären, worum es heute am heutigen Tag geht. Zunächst möchte ich Ihnen wieder die sozusagen Regularien bei Brötchen und Borussia erklären. Die sehen Sie hier nochmal abgebildet. Es gibt das Preisausschreiben, was Sie bei uns online durchführen können. Das erkläre ich gleich nochmal, wie das geht. Bei diesem Preisausschreiben können Sie wertvolle Buchpreise gewinnen zum Thema. Und wir werden dann im Anschluss an diese Veranstaltung die Buchpreise auslosen und Ihnen dann gegebenenfalls werden wir Sie über Ihren Gewinn dann informieren. Ja, dann ist es so, dass die Fragen online zur Verfügung stehen. Das tun Sie jetzt auch schon. Sie können zum Beispiel jetzt auch mal schnell auf unserer Homepage nochmal nachgucken. Sie sind schon seit 15 Minuten online und Sie können die Fragen bis 30 Minuten nach dem Vortrag abgeben, das heißt im Internet beantworten und dann losschicken. Und dann nehmen Sie an der Verlosung teil oder wenn Sie das Studium Fundamentale besuchen, dann haben Sie sozusagen sich für die Credit Points qualifiziert, wenn Sie viel richtig haben. Das ist aber in der Regel immer der Fall. Ja. Bitte tragen Sie den Namen ein und auch die E-Mail-Adresse, das ist ganz wichtig, um Sie im Gewinnfall zu informieren. Die Schülerdiplom-Teilnehmer, die Diplome gibt es nach der ersten Veranstaltung im Sommersemester, wenn wir das denn direkt machen können. Ansonsten schicken wir Ihnen die zu, dazu brauchen wir natürlich eine Adresse, die müssten Sie uns dann mit angeben bei Ihrer Anmeldung oder Sie schreiben mir einfach eine E-Mail und dann leite ich das weiter und dann werden Ihnen die Schülerdiplome zugeschickt. Ja, die Studium-Fundamentale-Teilnehmer, Sie bitte auf jeden Fall die Matrikelnummer angeben, also die Matrikelnummer, die ist wirklich wichtig und die Scheine gibt es am Ende bei Frau Löw, beziehungsweise wir werden Sie auf der Homepage der Fakultät darüber informieren. Wir müssen mal sehen, wie wir das machen, ob wir wirklich die Scheine austeilen können oder ob wir für Sie dann Ihre Leistung irgendwo vermerken müssen. Ja. Okay, das ist zunächst zu dem, wie es funktioniert. Sie können sich über unsere Veranstaltungen immer informieren lassen, wenn Sie sich in unseren Newsletter eintragen. Keine Angst, wir spammen Sie nicht voll mit irgendwelchen Sachen, sondern immer nur mit interessanten Sachen, die wir zu bieten haben. Und das sind im Wesentlichen immer unsere 4 Vorträge im Semester. Ja, Sie können an unserem Preisausschreiben teilnehmen bzw. sich für die Studium Fundamentale Fragen anmelden, indem Sie sich registrieren. Sie müssen dann ein Passwort sich überlegen und dann können Sie die Fragen einsehen. Ja, Sie müssen dann noch die Datenschutzverordnung entsprechend abhaken. Und ich möchte das nochmal sagen, wer schon registriert ist für dieses Semester, der muss sich nicht nochmal registrieren. Dann könnten Sie uns sogar durcheinander bringen. Also das heißt, wer schon einmal in diesem Semester sich registriert hat, der muss es nicht ein zweites Mal tun. Okay? So, dann ist es so, dass wir nach dem Vortrag eine Live-Diskussion mit dem Sprecher durchführen. Nicht so schön, wie Sie es hier im Hörsaal sehen, mit vollbesetzten Bänken, sondern der ganze Hörsaal wird leer sein und es werden nur 3 Personen da sein, der Sprecher, ein Kameramann oder eine Kamerafrau und ich. Und ich interviewe dann sozusagen den Sprecher und Sie geben die Fragen von außen rein, sodass wir zu einer schönen Diskussion am Ende kommen. Ja, und das wird dann übertragen mit dieser Kamera, ja, und Zoom. Das sind Sie und wir sind hier auch eine Kachel und Sie können uns dann im Hörsaal sitzen sehen. Ja, gut. Sie können unsere Veranstaltungen auch immer auf der TU-App abfragen. Ich mache immer ein bisschen Werbung für diese App, weil ich glaube, da viele Informationen kompakt abzurufen sind. Und da finden Sie auch unsere Veranstaltung jedes Mal angekündigt. Wir sind ja heute beim letzten Vortrag in diesem Semester. Und ich möchte Ihnen schon einen Ausblick auf das nächste Semester geben. Und da wir jetzt ja Physik und Corona doch ein eher schweres und schwerwiegendes Thema gewählt haben, dachten wir, wir bieten Ihnen im Sommersemester etwas Aufhellendes an, nämlich das Thema Physik und Spaß. Ja, Physik macht Spaß oder Physik und Spaß.
Sie sehen hier zwei Bücher, die Spaß vermitteln sollen. Das eine Buch ist von den Physikanten, von Markus Weber und Judith Weber. Markus Weber, der Gründer der Physikanten. Physik ist, wenn's knallt. Also ein ganz tolles Buch, in dem Sie viele Experimente geschildert sehen, die Sie auch zu Hause durchführen können. Ich kann Sie nur auffordern, dieses Buch zu kaufen. Das hilft auch den Physikanten, was in dieser Zeit wirklich wichtig ist. Wenn Sie Physikanten unterstützen wollen, dann kaufen Sie zum Beispiel dieses Buch. Sie kriegen dann gleichzeitig auch ein tolles Buch. Und dieses Buch von Herrn und Frau Wilkesmann, beides Professoren bei uns an der TU Dortmund, nicht nur eine Frage des guten Geschmacks. Dort geht es um die Organisation der Spitzengastronomie. Wir alle lechzen ja wieder danach, in Restaurants gehen zu können. Und dieses Buch soll Ihnen da schon ein bisschen Appetit machen und auch den entsprechenden Vortrag, den wir dafür im Sommersemester angesetzt haben. Es beginnt am 24. April mit einem Vortrag zum Thema Lachen Sie mit Stan und Olli. Physik macht Spaß. Stan und Olli, auf Deutsch sozusagen dick und doof, zwei Comedians der 30er Jahre des letzten Jahrhunderts. Und Sie werden da sehen, was diese beiden Herren wirklich mit Physik zu tun haben. Und es werden auch Experimente im Hörsaal vorgeführt. Schauen Sie sich das an. Ich glaube, das ist ganz spannend, was Sie da sehen werden. Noch spannender wird es dann bei dem Vortrag von Maximiliane und Uwe Wilkesmann. Beides Professoren bei uns an der Technischen Universität Dortmund. Hört sich an wie ein physikalisches Thema, denn es kommen Sterne vor, aber es sind andere Sterne. Es sind Sterne, wie sie bei den Sternrestaurants eine Rolle spielen. Kann man Sterne essen, ist die Frage. Die Wissenschaft der Spitzengastronomie. Also da wird Ihnen schon Appetit gemacht auf die Zeit, die wir hoffentlich auch bald erleben werden, wo Sie sich wieder so richtig in der Gastronomie verwöhnen lassen werden. Ja, dann Physik und Spaß. Ja, wer wird Fußball-Europameister? Der Kollege Andreas Groll kommt aus der Fakultät Statistik und wird uns zeigen, wie man Spaß berechnen kann. Ja, dass Sie jetzt überlegen sich, kann man das überhaupt? Professor Groll hat mit Kollegen von anderen Universitäten Fußball-Vorhersagemodelle entwickelt. Und ich glaube, man kann sagen, er ist der führende Mann auf diesem Gebiet, Modelle zu entwickeln auf statistischer Datenbasis, die einen Weltmeister oder Europameister mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit prognostizieren. Nun können Sie sich fragen, warum muss ich überhaupt noch zugucken? Naja, weil diese Modelle werden so generiert, dass sie hunderttausende Male die Europameisterschaft durchspielen und dann kommt da eine Wahrscheinlichkeit raus. Sie müssen aber trotzdem noch zugucken, weil ja nur einmal gespielt wird. Insofern werden Sie das alles hier lernen und Sie werden lernen, wie man Spaß berechnen kann. Ja, und am 17. Juli kommen die Physikanten mit dem großen Physikantenquiz, eine spaßige Show für Jung und Alt. Schauen wir mal, was hier wird. Wir haben eine Online-Veranstaltung wie im letzten Semester geplant. Wir hoffen natürlich, dass es im Sommer schon alles etwas besser wird. Und vielleicht kann man ja dann doch schon wieder wenigstens mit ein paar Menschen in einen Hörsaal gehen. Wir werden natürlich kein Risiko eingehen, das ist auch klar. Hier würden wir dann mal sehen, ob wir dann das vielleicht als erste Veranstaltung wieder nehmen können, die auch ein bisschen an der TU Dortmund stattfindet. Und vielleicht machen wir es dann auch hybrid. Das wissen wir noch nicht. Wir wissen nur, dass es auf jeden Fall stattfindet. Hier sehen Sie nochmal alle Teilnehmer, Herrn und Frau Wilkesmann, Herr Groll aus der Statistik schon in einem Fußballtrikot und die Physikanten in Aktion. Ja, Sie finden diesen Flyer auch bereits auf unserer Brötchen und Borussia Homepage zum Runterladen und Sie können sich dann schon freuen auf das nächste Programm. Ich sage ja auch immer ein bisschen was zum Fußball. Ja, und dieses Mal geht es ja um Zahlen in dem Nachrichtendschungel in Zusammenhang mit Corona. Und ich habe Ihnen jetzt auch mal eine Studie mit Zahlen hier zu präsentieren. Da gehen wir mal ganz kurz durch. Da geht es um Cardiovascular Events during World Cup Soccer. Das heißt also, wie schlägt Fußball aufs Herz? So kann man das zusammenfassen. Da gibt es eine umfassende Studie oder gab es eine umfassende Studie zur Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland 2006. Die Hypothese ist, dass unerwartete Vorfälle akute kardiovaskuläre Ereignisse hervorrufen, zum Beispiel Herzinfarkte oder schwere andere Herzleiden. Das ist die Hypothese. Das ist bewiesen für Erdbeben und auch für Kriegsszenarien.
Und die These ist, dass es auch für Fußballspiele gilt. Und wir wollen uns jetzt mal überlegen, ob das der Fall ist. Und diese Studie, die ist folgendermaßen durchgeführt worden. Man hat die Zeiträume der Fußball-WM 2006 in Deutschland untersucht, 9. Juni bis 9. Juli 2006. Und Vergleichszeiträume aus den Jahren 2003 und 2005 und 2006 und hier auch wieder 2006, in denen keine Fußballereignisse stattfanden. Das sind die Vergleichszeiträume. Und es wurden untersucht, Einwohner im Großraum München, die zu dem Zeitpunkt eines Fußballspiels von einem Notarzt behandelt worden sind. Und diese Einzelereignisse wurden sehr sorgfältig korrigiert, die Daten hinlänglich des Wetters und anderer äußerer Einflüsse. Und alle Patienten wurden auch in ein Krankenhaus eingewiesen. Das war sozusagen das Kriterium dafür, dass sie gezählt worden sind. Und was kam raus? Wenn Sie sich die Daten angucken, dann sehen Sie hier, die roten Daten sind während der Fußball-Weltmeisterschaft aufgenommen worden und die blaue und gelbe Linie zu Vergleichszeiträumen ohne Fußball-Großereignisse. Und Sie sehen hier, die rote Kurve hebt sich also deutlich ab von der blauen und der gelben Kurve. Und Sie können hier wirklich die Spitzen einzelnen Fußballspielen zuordnen. Zum Beispiel das Auftaktspiel gegen Costa Rica bei der WM 2006. Sie sehen eine deutlich erhöhte Anzahl von kardiovaskulären Ereignissen. Ja, Sie sehen das zweite Spiel gegen Polen, wo das entscheidende 1:0 in der allerletzten Minute gefallen ist. Das Spiel stand die ganze Zeit auf Messerschneide. Hat für die Zuschauer bedeutet, ja, da sind sehr viele Zuschauer, haben da mitgefiebert. Beim dritten Spiel war Deutschland bereits qualifiziert fürs Achtelfinale. Da haben also nicht mehr so viele mitgefiebert. Sie können das an der Häufigkeit der Herzerkrankungen während des Spiels ablesen. Das vierte Spiel war das Achtelfinale. Da ist man schon aufgeregt, aber es sind zwei sehr schnelle Tore gefallen und da haben sich also die Menschen wieder beruhigt. Das fünfte Spiel gegen Argentinien, das legendäre Viertelfinale mit dem Elfmeterschießen als Höhepunkt. Und Sie sehen, da haben viele Leute mitgefiebert und es ist den Leuten aufs Herz geschlagen. Auch das Halbfinale, das sechste Spiel, in der Verlängerung verloren. Sie sehen auch das siebte Spiel, das Spiel um Platz 3 oder 4, interessiert keinen Menschen. Da geht keiner mit. Sie können es natürlich jetzt auch anders deuten und sagen, das ist ein ungefährliches Spiel. Aber da geht keiner mit. Und selbst im Finale ohne deutsche Beteiligung haben offenbar die Fans noch deutlich mitgefiebert mit der einen oder der anderen Mannschaft. Das zeigt also deutlich, dass das Ereignis Fußball tatsächlich auch etwas mit der Gesundheit zu tun hat. Und unsere ganze Reihe hat ja diesmal etwas mit der Gesundheit zu tun. Muss man also auch aufpassen, wenn man da vorerkrankt ist. Ja, es zeigt sich sogar noch mehr. Es zeigt sich sogar in der Analyse, dass nicht nur während des Fußballspiels es zu dieser Häufung an kardiovaskulären Ereignissen kommt, also an Herzerkrankungen, sondern bereits Stunden vor dem Fußballspiel ist die Gefahr, ein solches Ereignis zu erleiden, größer als im Durchschnitt. Und auch Stunden danach ist es noch nicht abgeklungen, da ist die Gefahr immer noch größer. Das ist natürlich auch ein interessantes Ergebnis dieser Studie. Und diese Studie, die hat verschiedene Ergebnisse, ist wirklich signifikant erhöht bei Fußballspielen, diese cardiovascular Events, die hier stehen. Auf dem Land gibt es weniger als in der Stadt. Die Landbevölkerung ist offenbar insgesamt gelassener. Ja. Männer sind deutlich gefährdeter als Frauen beim Fußball. Hätte man jetzt sagen können, ja, stimmt, wusste ich auch schon vorher. Ja. Und die Gefährdung ist nicht nur während des Spiels, sondern schon Stunden vorher und Stunden nachher. Wir wollen jetzt aber zu unserem heutigen Thema kommen. Professor Hövel ist der heutige Sprecher. Es geht um die Physik der Pandemie, Orientierungshilfen durch den Nachrichtendschungel. Professor Hövel hat 1995 promoviert im Fach Physik an der RWTH in Aachen, ist dann in eines der renommiertesten Forschungslaboratorien der damaligen Zeit gegangen, nämlich zu IBM, zu den Research Labs in Rüschlikon in der Schweiz. War dann von 1996 bis 2001 Assistent bei uns an der TU Dortmund am Lehrstuhl Experimentelle Physik I, hat sich dann habilitiert und war dann Privatdozent bis 2012 an der TU Dortmund, hat Professuren vertreten, unter anderem an der Universität Siegen, ist seit 2009 der Geschäftsführer der Fakultät Physik an der TU Dortmund
und seit 2012 Professor bei uns an der Fakultät Physik. Die Hauptarbeitsgebiete sind Tieftemperatur, Rastertunnelmikroskopie und Clusterphysik. Was sind Cluster? Das sind Zusammenschlüsse aus wenigen Atomen. Deren Eigenschaften untersucht die Arbeitsgruppe von Professor Hövel heute aber nicht. Heute lauschen wir seinem Vortrag über den Zahlendschungel in der Corona-Pandemie und freuen uns auf den Vortrag von Professor Hövel. Ja, herzlich willkommen zum Vortrag Die Physik der Pandemie. Und Sie sehen, wir sind in Corona-Zeiten. Ich habe hier im Studio zuerst noch die Maske auf, aber jetzt während des Vortrages haben wir genug Abstand, dass ich sie ablegen kann. Ja, das Thema wird sein Die Physik der Pandemie. Und zu Beginn will ich Ihnen ein Inhaltsverzeichnis zeigen, damit Sie so sehen, was Sie heute erwartet. Zunächst werde ich eine Motivation geben. Warum finde ich, dass Konzepte aus der Physik eine Orientierung durch den Nachrichtendschungel bieten können? Und wie bin ich so ein bisschen auf diese Idee gekommen? Das nächste Thema wird dann Modellierung sein. Wie kann man die Ausbreitung der Infektionen in der Epidemie modellieren? Dann gehe ich auf ein Thema, das ganz wichtig ist, wenn die Infektionszahlen zu Beginn ganz stark steigen. Das ist das exponentielle Wachstum. Im nächsten Teil komme ich zum Thema Diffusion. Damit kann man die räumliche Verteilung der Infektionen und die Ausbreitung ein wenig verstehen. Im vorletzten Teil werde ich etwas zur Statistik sagen. Wie genau kann man und sollte man auf Zahlen, die man täglich gemeldet bekommt, schauen. Und im letzten Teil wird es dann etwas praktisch. Wie kann man korrekt lüften, damit man keine Übertragung durch Aerosole hat? Und wie kann man auch die Messung von Kohlendioxid dazu nutzen, das ein wenig sich anzuschauen? Wir kommen zur Motivation als ersten Teil. Ja, die Idee zu diesem Vortrag entstand eigentlich Mitte Mai. Da war ich als Pandemiebeauftragter der Fakultät gerade damit beschäftigt, die Hygienekonzepte für die Wiederaufnahme des Laborbetriebs zu konzipieren und auch mit den Kollegen abzustimmen. Und morgens früh habe ich dann, wie immer zu diesen Zeiten, nach den Infektionszahlen geschaut und sah die Meldung 2 Neuinfektionen, keine Toten im Tagesschau-Newsticker. Das hat mich etwas erstaunt und deswegen habe ich auch noch mal eine zweite Quelle genommen, nämlich hier den Tagesspiegel, auch mit seinem News-Ticker. Und da war es sogar als Schlagzeile gesetzt, 2 Neuinfektionen und keine weiteren Todesfälle. Virusausbreitung stark entschleunigt. Nun, zum einen habe ich mir gedacht, werden wir vielleicht die Kollegen sagen, ja, wenn das so weit abgeklungen ist, brauchen wir dann überhaupt noch Hygienekonzepte? Aber mir war das auch nicht glaubhaft. Und warum das nicht glaubhaft war, das sieht man hier an dieser Karte von Nordrhein-Westfalen zu diesem Zeitpunkt. Da waren gerade diese Inzidenzen, die man jetzt kennt, eingeführt, nämlich die Infektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen. Und zu dem Zeitpunkt war hier der Ausbruch in Coesfeld gerade etwas abgeklungen. Da waren ursprünglich noch die Zahlen größer, wenn auch jetzt natürlich die Zahlen wunderbar klein erscheinen zum jetzigen Zeitpunkt. Aber trotzdem sind die Infektionszahlen hier so groß, dass man deutschlandweit auch für einen Tag 2 Neuinfektionen eigentlich nicht erwarten kann. Gut, etwas später nach dem Frühstück habe ich dann nochmal nachgeschaut. Auf dem Tagesschau-Newsticker war die Meldung dann weg. Offensichtlich stimmte da auch irgendwas nicht. Und im Tagesspiegel, der hatte es ja als Schlagzeile, da war dann auch die Korrektur angebracht. Es waren nicht 2, sondern 342 Neuinfektionen und 21 Todesfälle. Leider deutlich schlechtere Zahlen, aber eben plausibler. Und an der Stelle habe ich mich dann und an anderen Stellen auch noch gefragt, wie kann ich das eigentlich einschätzen? Ich bin ja jetzt kein Mediziner, ich bin kein Epidemiologe.
Trotzdem kann ich irgendwie da so ein bisschen einschätzen, was ist plausibel, was ist unplausibel. Und an einigen Stellen habe ich gemerkt, dass mir Konzepte aus der Physik da tatsächlich ein wenig helfen, um so Analogien zu bilden, um da etwas einschätzen zu können. Und das will ich in dem Vortrag so ein bisschen nahe bringen. Ich habe noch mehr Meldungen gesammelt, ich will aber jetzt hier ja nicht lauter Bugs in diesen News-Tickers zeigen. Aber eine zeige ich noch, weil ich die auch ein bisschen lustig fand. Und zwar war das im Oktober von der Zeit und da stand die Meldung, das gesamte Ruhrgebiet gilt als Risikogebiet. Von Aachen bis Bielefeld wurde der Wert 50 überschritten und die Stadt Köln liegt noch knapp unter dem Wert 100. Gut, zum einen konnte ich verstehen, tatsächlich, man hatte hier diese Zone von Aachen bis Bielefeld mit der Inzidenz jetzt größer als 50. Aber als jemand, der in Köln geboren wurde, im Rhein-Erft-Kreis aufgewachsen ist, also im Rheinland, fand ich jetzt, das Ruhrgebiet ist ein bisschen groß geworden. Und tatsächlich gab es dann wohl auch in der Zeit einen Rheinländer, denn die Meldung war dann ganz schnell korrigiert. Das Ruhrgebiet ging nicht mehr von Aachen bis Bielefeld und die Stadt Köln lag nicht mehr nur unter dem Wert von 100, sondern auch wieder im Rheinland. Und das fand ich jetzt als Rheinländer auch an der Stelle dann natürlich ganz beruhigend. Gut, das so ein bisschen als amüsantes Beispiel aus diesen diversen News-Tickern. Damit komme ich jetzt zur Modellierung. Und da greife ich eine Folie auf aus dem ersten Vortrag, wo der Herr Kierfeld schon das SIR-Modell vorgestellt hat. Da wird die Bevölkerung in drei Gruppen eingeteilt. S, susceptible, das sind diejenigen, die noch keinen Kontakt mit dem Virus hatten, also noch infizierbar sind. I, die aktuell Infizierten. Und R, die Geheilten oder, das wird hier nicht unterschieden, auch die Verstorbenen, also recovered, removed. Und diese drei Gruppen sind verknüpft über so Übergangsraten, also wie findet der Übergang von der einen zur anderen Gruppe statt. Diese Gleichungen kann man dann wirklich lösen. Das hat der Herr Kierfeld gezeigt. Das kann man ja auch noch wieder schauen. Der Vortrag ist ja noch erreichbar. Und dann kommt man zu dem zeitlichen Verlauf. Und ich zeige das jetzt mal auf einer Webseite vom Bayerischen Rundfunk. Die haben das hier schön dargestellt. Diese Gleichungen lassen sich halt recht einfach lösen und deswegen kann man hier so eine animierte Grafik erstellen. Ich erkläre kurz, was hier gezeigt ist. Einerseits sind diese drei Gruppen gezeigt. Diese Gruppe S, die noch Infizierbaren, das ist hier grau markiert. Die aktuell Infizierten, das sind diese roten. Und die schon Gesundeten, das sind die blauen. Und das Ganze ist immer 100%, das heißt, die sind so übereinander gestapelt. Jetzt ist das hier dargestellt für eine Reproduktionszahl von 3. Das ist ja auch der Fall, wenn die Corona-Epidemie frei läuft, wenn man keine soziale Distanzierung macht. Dann bekommt man halt hier so ein recht hohes Maximum der gleichzeitig Infizierten. Und das ist jetzt natürlich sehr schlecht, weil selbst wenn wenige nur davon wirklich erkranken und auf die Intensivstation müssten, wäre das Gesundheitssystem überlastet. Und jetzt kann man hier mit so einem Schieberegler diese Reproduktionszahl verändern. Ich lasse das mal anlaufen. Man kann sie insbesondere absenken. Jetzt ist sie 2,9, 2,6 und wird immer kleiner. Und man sieht, das Gewünschte passiert. Dieses Maximum wird kleiner und flacher. Und damit ist die Belastung des Gesundheitssystems dann auch entsprechend kleiner. Hier sind jetzt maximal 5% noch infiziert. Das wäre immer noch zu viel, aber eben schon wesentlich besser. Jetzt ist man hier bei einer Reproduktionszahl von 1,4. Nun, wie kann man das eigentlich verstehen? Es kann ja nicht eine Person 1,4 andere Personen anstecken, denn das bedeutet die Reproduktionszahl. 3 heißt, eine Person steckt im Mittel 3 Personen an. 1,4, wie beschreibt man das? Nun, man kann sagen, 10 Personen stecken 14 Personen an. Und dann ist es bei der Corona-Epidemie auch so, das ist nicht gleichmäßig, sondern das ist oft sehr ungleichmäßig. Zum Beispiel könnte von diesen 10 Personen ein Superspreader sein, der tatsächlich 10 andere Personen ansteckt. 4 könnten jeweils eine Person anstecken
und die anderen 5 stecken gar keinen an. Das wäre sogar relativ realistisch und so käme man dann auch auf diese mittlere Reproduktionszahl von 1,4. Gut, das ist das Modell, was eigentlich der Herr Kierfeld schon vorgestellt hatte. Auf derselben Webseite gibt es auch ein anderes Modell und das werde ich einige Male verwenden. Das ist zwar eigentlich ein einfaches Modell, aber man sieht einige Dinge daran, die einem vielleicht auch zum Verständnis helfen können. Hier wird jetzt eine sogenannte Monte-Carlo-Simulation gemacht. Monte-Carlo, weil man mit dem Zufall arbeitet, wie im Spielcasino. Und die Personen sind hier als Punkte markiert. Die Farbkodierung ist dieselbe. Die Gesunden, die noch nicht mit dem Virus in Kontakt waren, sind grau. Die Infizierten sind rot. Hier gibt es halt einen roten Punkt zu Beginn. Und die Genesenen, die sind dann blau. Und jetzt läuft das Ganze an. Und momentan ist hier noch keine soziale Distanzierung. Diese Punkte werden sich gleich kreuz und quer durcheinander bewegen und ganz viele Kontakte machen. Und dann kann man sich anschauen, was dann passiert. Ja, man sieht, da infizieren sich Leute und das geht in einer Kettenreaktion, werde ich gleich noch darauf eingehen, richtig massiv los. Jetzt nach einiger Zeit, das ist eine gewisse Zeit, genesen auch welche, jetzt werden also Leute blau. Und dann zum Schluss sind quasi alle infiziert gewesen, jetzt wieder genesen. Und hier unten, da wird jetzt der zeitliche Verlauf aufgetragen. Und man sieht, das sieht eigentlich ziemlich ähnlich zu dem SIR-Modell aus. Und das Maximum ist hier ziemlich groß. Das heißt, man hat hier eine hohe Reproduktionszahl, weil man eben keine soziale Distanzierung hat. Das ist jetzt eben mit Zufallszahlen gerechnet und deswegen kann man das auch mehrfach ablaufen lassen und da gibt es so kleine Details. Hier zum Beispiel sieht man, nicht alle sind infiziert worden. Es gibt 2 graue Punkte noch, die übrig geblieben sind. Die haben halt zufällig, sind die nicht erwischt worden. Die würden natürlich jetzt auch nicht mehr krank, weil ja keine roten Punkte mehr da sind. Wenn man das jetzt nochmal ablaufen lässt, dann sieht das eigentlich ziemlich gleichartig aus. Also wieder setzt so eine Kettenreaktion ein, ganz viele Leute infizieren sich. Es ist hier dieser exponentielle Anstieg, von dem gleich noch die Rede sein wird. Und nachher genesen die Personen wieder. Und hier ist es jetzt bei diesem Durchlauf so, dass alle infiziert waren. Hier gibt es gar keine grauen Punkte mehr. Aber ansonsten kann man jetzt neben diese Grafik nochmal die von vorher setzen und sieht, das sieht eigentlich ziemlich gleich aus. Und so ist das auch bei dieser Simulation, wo viele Infizierte da unterwegs sind. Da gibt es kaum statistische Schwankungen eigentlich. So, das ist nicht alles, was auf dieser Webseite zu sehen ist. Es gibt dann noch einen interessanten Aspekt, dass nämlich auch die soziale Distanzierung hier mit simuliert wird. Und da ist es so, was macht man bei der sozialen Distanzierung? Nun, da ist es so, dass sich nur noch die Leute bewegen, die wirklich notwendig sind. Also zum Beispiel Personen im Gesundheitswesen oder Personen, die den täglichen Bedarf liefern müssen oder Infrastruktur unterhalten müssen. Aber der Großteil der Bevölkerung bleibt ortsfest zu Hause im Homeoffice und macht wenig Kontakte. Und jetzt sieht man, wie sich das dadurch verändert, wobei die Infektionen eigentlich gleich bleiben. Wieder werden die Grauen infiziert, wenn sie vom Roten berührt werden. Und auch die Zeit bis zur Genesung ist die gleiche. Gut, was sieht man jetzt? Also es werden auch wieder Leute infiziert, aber das Ganze läuft gebremst. Und deswegen genesen auch schon Personen zu einem Zeitpunkt, wo noch gar nicht so viele rote Punkte hier zu sehen sind. Und hier unten sieht man, wie sich die Grafik aufbaut, zeitlich die Anzahl der Infektionen. Und man sieht, das sieht jetzt so aus wie so eine SIR-Rechnung mit einer deutlich kleineren Reproduktionszahl. Das heißt, was jetzt hier passiert ist, ist die Übertragung des Virus hat sich eigentlich gar nicht verändert. Aber das Verhalten der Personen hat sich geändert. Und das verändert halt hier die Reproduktionszahl. Die wird kleiner dadurch, dass diese Maßnahmen der sozialen Distanzierung eingeführt worden sind. Und diese Simulation kann man auch mehrfach laufen lassen. Und jetzt sieht man, dass es deutliche Unterschiede gibt. Und das liegt daran, dass hier kleinere Zahlen vorkommen. Das wird später nochmal in dem Teil Statistik auch ein bisschen klarer werden. Also meine zweite Simulation. Es laufen wieder Infektionen ab
und die Zahl der Infizierten steigt, insbesondere hier unten in der Grafik zu sehen. Aber jetzt ist es glücklicherweise so, dass die Infizierten gerade nicht so mobil sind. Und deswegen ist jetzt keine rote Person mehr da. Alle sind genesen und es gab nur relativ wenig Infektionen. Und das bleibt natürlich jetzt auch so, weil in diesem abgeschlossenen Gebiet jetzt keine weitere infizierte Person mehr unterwegs ist. Und das ist jetzt praktisch so, weil man hier ein abgeschlossenes Gebiet betrachtet. Man muss natürlich einwenden, dass von außen jetzt wieder eine Person hereinkommen könnte und dann auch wieder Infektionen anwerfen könnte. Ich zeige noch eine dritte und eine vierte Simulation und erkläre da auch noch ein bisschen was dran. Hier, was passiert jetzt hier? Man sieht auch, es werden einige infiziert, aber es sieht so aus, als wenn das ganze Geschehen doch relativ harmlos ablaufen würde. Also hier sind jetzt immer noch sehr wenige infiziert. Man könnte denken, ja, vielleicht bleibt das so niedrig. Aber das muss nicht so sein. Jetzt sieht man, ungefähr jetzt findet hier oben ein ungünstiger Verlauf statt. Und es entstehen wieder viele Infektionen. Und man sieht in dem zeitlichen Verlauf, dass jetzt eben ein Maximum auch wieder auftritt, was quasi ähnlich aussieht zu dem Maximum in der ersten Simulation. Nur ist es zu späteren Zeiten verschoben. Also durch diese niedrige Anzahl an Infizierten, die es mit sozialer Distanzierung dann gibt, gibt es statistische Schwankungen, sodass hier auch mal eine Verzögerung auftreten kann. Gut, eine letzte Simulation zeige ich Ihnen noch. Die ist jetzt etwas extrem. Da ist die Person so unterwegs, dass sie kaum Leute trifft und tatsächlich gesundet, bevor sie irgendeine weitere Infektion ausgelöst hat. Das heißt, da ist quasi gar nichts passiert. Diese eine Person ist gesundet und hat niemand anderen infiziert. Das wäre so ein günstiger Fall, dass man so eine Epidemie ganz früh erkennt und die Personen sofort isolieren kann und dann eben gar keine Ausbreitung der Erkrankung bekommt. Aber das ist natürlich schwierig, weil man es gar nicht merkt oft, bis die ersten Leute infiziert sind. Gut, dann komme ich zum Thema exponentielles Wachstum. Ich hatte das schon so ein bisschen erwähnt, das ist diese Anfangsphase, wo in kurzer Zeit viele neue Infektionen entstehen. Und auch da zeige ich eine Folie vom Herrn Kierfeld, der dieses Thema auch schon aufgegriffen hat. Das ist nämlich in der Physik eigentlich auch vertraut, weil so ein exponentielles Wachstum auch bei der Kernspaltung auftritt. Und durch Zufall ist es so, dass da eine ganz ähnliche Reproduktionszahl, wenn man so will, auftritt. Bei der Corona-Epidemie ist es ja so, dass man ein R von ungefähr 3 hat. Und bei der Spaltung von Urankernen durch Neutronen ist es auch so, dass wenn ein Urankern gespalten wird, entstehen 3 Neutronen. Nun ist es so, wenn man zu wenig Uran hat, dann können ein Großteil der Neutronen entweichen, ohne einen anderen Urankern zu finden. Man braucht eine gewisse Menge Uran, damit diese Reproduktionszahl zunächst mal überhaupt über 1 steigt. Und sobald sie über 1 kommt, es reicht schon ein klein wenig über 1, dann setzt diese Kettenreaktion ein. Die Neutronen vervielfachen sich und ja, wenn das explosiv abläuft, dann hat man halt den Fall einer Atombombe. Nun, zu dieser Kettenreaktion gibt es ein schönes, anschauliches Modell. Ich glaube, das stammt das erste Mal aus der Sendung mit der Maus, würde passen, weil das Modell benutzt auch Mausefallen. Man belädt Mausefallen mit Tischtennisbällen und wirft dann einen Tischtennisball hinein, der löst eine Mausefalle aus, die schießt den Tischtennisball durch die Gegend und der springt herum und kann mehrere andere Mausefallen auslösen. Und dadurch entsteht dann so eine Kettenreaktion. Ich zeige hier zunächst mal einen Fall, wo ein richtiger Weltrekordversuch gestartet wurde mit 2116 Mausefallen. Und jetzt wurde dort ein Tischtennisball hineingeworfen und Sie sehen jetzt, was passiert. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Oh,
Ja, Sie haben es vielleicht verfolgen können. Der Tischtennisball, der hier ausgelöst wurde, ist aus dem Feld hinausgeflogen, hat also gar keine Kettenreaktion ausgelöst. Und das ist natürlich, wäre im Falle der Epidemie natürlich gut, aber hier ist es natürlich traurig, weil der Weltrekordversuch nicht geklappt hat. Aber ich will das natürlich auch noch mal richtig spektakulär zeigen. Und da zeige ich Ihnen ein Beispiel aus einer Wissenschaftsshow mit Science Bob. Der hat das richtig schön gezeigt. Wow. That's beautiful. There it is. You have an amazing prop department here. Yeah, boy, they must hate you right now. All right. That's incredible. So what we're going to do is we're going to trip this by just throwing some ping pong balls in. We'll okay. see how many it takes to actually start it, and then we'll see if it can release energy. Should we throw them all at once or throw them individually? Let's start with one and go from there. Okay, all right. So it's also actually a model for Newton's third law. It's a model for how fission works. It's a really... Okay, nothing happened. No. Yeah. You got your lob. Oh, you got a lob. Okay, all right. Go ahead. Let me lob. Oh! Science Bob's website too. Thank you, Science Bob. We'll be right back. Ja, Sie haben jetzt hier richtig schön verfolgen können, wie von einem Punkt aus startend dann diese Kettenreaktion losging und diese ganzen Mausefallen mehr oder minder ausgelöst wurden. Nun, das zeigt, wie explosionsartig so ein exponentielles Wachstum aussehen kann. Und tatsächlich hat die Bundeskanzlerin Ende September dazu auch etwas vorgestellt in der Pressekonferenz, was so, man würde sagen, eine Back of the Envelope, also auf der Rückseite eines Briefumschlages, Abschätzung war. Und das war hier am 29. September. Und die gemeldeten Erkrankungen zu diesem Zeitpunkt pro Tag waren so um die 2000. Und hören Sie jetzt mal zu und schauen auch die Zahlen, die sie sich da mal so zusammengestellt hat. Wir hatten, sagen wir mal, Ende Juni, Anfang Juli an manchen Tagen 300 neue Infektionen. Und wir haben jetzt an manchen Tagen 2400 Infektionen. Und das heißt nichts anderes, als dass sich über Juli, August, September in 3 Monaten die Infektionszahlen dreimal verdoppelt haben. 300 auf 600, 600 auf 1200, 1200 auf 2400. Und wenn das in den nächsten 3 Monaten, Oktober, November, Dezember, weiter so wäre, dann würden wir von 2400 auf 4800, auf 9600, auf 19200 kommen. Und daran wollte ich nur zeigen, und das ist ja das Wesen des exponentiellen Anstiegs, dass die Verdopplungszeit, wenn sie die gleiche bleibt, trotzdem dann zu sehr großen Fallzahlen führt. Ja, im Untertitel sieht man, dass sie damit die Dringlichkeit rüberbringen wollte, jetzt schon an Ende September mit Maßnahmen zur sozialen Distanzierung zu starten. Die Zahl von 19.200 im Dezember klang zu dem Zeitpunkt für viele unglaubhaft hoch. Aber tatsächlich haben wir ja Mitte Dezember sogar größere Zahlen gehabt, im Maximum über 30.000. Und tatsächlich wäre es vielleicht gut gewesen, da noch etwas früher mit den Maßnahmen einzusetzen. Gut, ich habe mal die Zahlen hier aufgetragen, die sie sich da so abgeschätzt hat. Und da unten ist aufgetragen Juni, Juli, August, September bis Dezember. Und Juni ist dann 0 in der Zeit T, Juli 1, August 2, September 3 und so weiter. Und man startet halt mit 300 Infektionen, dann verdoppelt es sich auf 600, wieder Verdoppelung 1200, 2400 und so weiter, bis man auf diese 19.200 kommt. Die Funktion, die hier dargestellt ist, ist die Funktion 2 hoch T, eben 2 hoch 0, das ist 1, und das wird multipliziert jeweils mit 300, das sind die 300. 2 hoch 1 ist, 2, ist einfach 2, das heißt, es ist 300 mal 2 ist 600.
2 hoch 2 ist dann 4, eben 1200 und so weiter, bis man zu den 19.200 kommt. Nun, bei der Exponentialfunktion, das wird auch später nochmal auftauchen, denkt man aber oft auch an dieses e hoch. Und das bezeichnet man oft wirklich als Exponentialfunktion. Und das ist aber gar nichts groß Unterschiedliches. Das kann man sich hier klar machen, indem man die 2 ein wenig seltsam hinschreibt, nämlich als 2,72 hoch 0,93 und das dann hoch t. Dann nutzt man die Gesetze der Potenzrechnung, dass man das umschreiben kann in 2,72 hoch 0,693 mal t. Und diese 2,72, die werden Sie später im Vortrag noch sehen, das ist diese Zahl e, die in die Exponentialfunktion, so wie man sie oft nennt und so wie sie auch in der Physik häufig vorkommt, dann vorliegen hat. Und man sieht, das ist eigentlich das Gleiche, nur man muss die Zeit halt mit einem Faktor von ungefähr 0,7 multiplizieren. Also das muss Sie nicht verwirren, diese Verdoppelung 2 hoch t ist eigentlich dasselbe wie die Exponentialfunktion. Gut, dann komme ich jetzt im nächsten Teil des Vortrages zur räumlichen Ausbreitung. Das war jetzt die zeitliche Entwicklung der Infektionszahlen, jetzt zur räumlichen Ausbreitung. Und da hilft einem das Konzept der Diffusion. Ich starte erst einmal mit dieser Deutschlandkarte. Da werden jetzt die Infektionen farbkodiert gezeigt. Und zwar auch in diesen Inzidenzen. Und man startet hier im Januar und dann läuft das so bis Mitte November. Was sieht man hier? Man sieht, in Bayern gab es die ersten Fälle. Dann entstand hier dieser Hotspot in Heinsberg durch die Karnevalssitzung. Und dann hat sich die erste Welle ausgebreitet, hier im März, April im Wesentlichen. Und durch den Lockdown, den man dann gemacht hat, sind die Fälle wieder abgeklungen. Und im Sommer war es dann relativ ruhig, vielleicht auch, weil man sich mehr im Freien aufgehalten hatte, besser lüften konnte. Das kommt dann im letzten Teil. Es haben sich dann aber die Infektionen auch so deutschlandweit eigentlich langsam verbreitet. Und dann war dieser Anstieg zu beobachten in Juli, September. Und jetzt war diese Abschätzung in die Zukunft. Und man sieht tatsächlich, die Zahlen gingen dann massiv hoch. Im November waren halt die Zahlen schon sehr groß und sie sind ja dann bis in den Dezember noch etwas weiter hochgegangen. Gut, diese Ausbreitung der Infektionen, aber man könnte auch Ausbreitung von Farbstoffmolekülen in einer Lösung haben, das wird später mal auftauchen, so etwas kann man zum Teil mit dem Konzept der Diffusion in der Physik verstehen. Und wenn man da ein einfaches Beispiel haben will, dann startet man erstmal mit einem eindimensionalen System, also auf einer Linie. Und was ich hier ausgewählt habe zum Start, ist so ein Kupferstab, der lokal erhitzt wird und man schaut sich dann an, wie sich die Temperaturverteilung im Laufe der Zeit ausbreitet. Das ist also dann die Wärmeleitung, die man sich hier anschaut. Das ist aber auch verknüpft mit dem Konzept der Diffusion. Und ich zeige zuerst jetzt auch so eine animierte Rechnung dazu, wo man diese Wärmeleitungsgleichung löst und dann hier die Ergebnisse aufträgt. Hier oben sehen Sie die Webseite. Ja, was ist hier zu sehen? In Rot sieht man die Temperaturverteilung auf dem Stab. Und zum Zeitpunkt 0, hier unten gibt es wieder so einen Schieberegler, ist in der Mitte des Stabes ein sehr großer Peak, eine stark erhöhte Temperatur, die geht noch über den Bildschirm hinaus. Und dann sieht man, wenn man nachher die Zeit hier verschiebt, wie sich das zeitlich verändert. Zusätzlich sieht man noch die Temperatur an zwei Positionen. Einmal an diesem türkisfarbenen Spot und einmal hier etwas weiter außen an diesem violettfarbenen Stelle. Und da wird immer die Temperatur aufgetragen, die zu dem Zeitpunkt herrscht. Jetzt ist das an beiden Stellen noch Null, also die Umgebungstemperatur. Und nachher wird es dann ansteigen. Das wird sich hier entsprechend so verschieben, sehen Sie gleich. Ja, ich lasse das mal anlaufen. Der Schieber wird jetzt ein bisschen herübergeschoben zu einer Zeit etwas über Null.
Ja, was sieht man? Eben jetzt hat man eine kleine Zeit schon ablaufen lassen. Diese Verteilung ist breiter geworden. Und an dieser türkisfarbenen Stelle weit innen ist die Temperatur schon angestiegen. Dagegen an der violettfarbenen ist man eigentlich noch auf der Temperatur Null, auf der Umgebungstemperatur. Wenn jetzt die Zeit noch weiter läuft, das ist dann gleich zu sehen, dann verbreitert sich diese Verteilung noch etwas mehr. Jetzt sieht man das, also jetzt ist die Verteilung noch breiter geworden und auch an der violettfarbenen Stelle ist schon ein Anstieg zu sehen. An der türkisfarbenen Stelle ist man schon im Maximum der Temperatur angelangt. Jetzt läuft die Zeit noch mal etwas weiter. Und man sieht, jetzt hat man auf der türkisfarbenen Stelle ist man schon über das Maximum hinaus. Auf der violettfarbenen Stelle ist weiterhin ein Anstieg zu sehen. Und jetzt setzt sich der Abfall auf der türkisfarbenen Position fort. Man sieht jetzt hier auch, wie das Maximum dieser Verteilung ins Bild gekommen ist und langsam kleiner wird. Und erst jetzt ist man im Maximum an der violettfarbenen Stelle. Und dann im Anschluss gehen einfach beide Temperaturen herunter und nähern sich auch aneinander an. Da schiebe ich den Schieber jetzt etwas zügiger auf höhere Zeiten, sodass man sieht, wie die Temperaturverteilung immer breiter wird und halt sich über den Stab verteilt. Ja, das ist das Ergebnis der Lösung der eindimensionalen Wärmeleitungsgleichung. Die steht hier oben. Das geht, ist halt auch eigentlich relativ einfach zu lösen. Deswegen kann man das einfach hier mit so einem Schieberegler verstellen. Gut, das ist das Ergebnis der Rechnung. Und ich hatte aber schon angedeutet mit diesem ersten Bild, dass es das auch als Experiment zu sehen gibt. Und das zeige ich Ihnen jetzt im nachfolgenden Video. Also man sieht hier den Kupferstab. Das ist halt das eindimensionale System. Und an diesem Kupferstab sind jetzt vier Sensoren befestigt. 1, 2, 3 und 4. Und an der mittleren Position zwischen den Sensoren 2 und 3, da wird das jetzt lokal mit einer Gasflamme gleich kurz erhitzt. Hier sieht man aber zuerst den Rechner, mit dem die Temperaturen aufgezeichnet werden. Und das wird jetzt gestartet. Und man sieht hier auf der rechten Seite die vier Temperatursensoren, 1 und 4 außen und 2 und 3 innen. Und jetzt beginnen diese Messkurven rechts zu laufen. Noch sind die Temperaturen auf allen vier Sensoren gleich und auch konstant. Jetzt wird der Brenner angeworfen und weil ich die Aufnahme mit meinem Smartphone gemacht habe, muss ich hier mehrfach zünden, bis ich ihn anhabe, aber es geht dann doch, okay. Und dann bringe ich die Flamme hier für ungefähr 7 Sekunden in das Zentrum des Stabes und heize dann hier auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und dann schaut man gleich auf den Bildschirm. Und auf dem Bildschirm sieht man jetzt, wie die Temperatur auf den inneren Sensoren 2 und 3 ganz schnell ansteigt. Auf den äußeren Sensoren 1 und 4 passiert zunächst gar nichts. Und der langsame Anstieg erfolgt erst dann, wenn auf den inneren Sensoren schon das Maximum erreicht ist. Und selbst wenn auf den inneren Sensoren jetzt hier die Temperatur schon abfällt, ist auf den äußeren Sensoren immer noch ein Anstieg zu sehen. Dass die Kurven jetzt so ein bisschen gezackelt sind, muss sie nicht besonders stören. Das ist halt einfach das Rauschen dieser Temperatursensoren. Man sieht ja, man hat ja eigentlich gar keine so großen Temperaturunterschiede. Das ist eben eine reale Messung, die rauscht halt etwas. So, jetzt langsam kommt man auch auf den äußeren Positionen, also auch auf 1 und 4, ins Maximum hinein. Es dauert noch ein wenig und ist, glaube ich, jetzt so langsam erreicht. Hier ist dann das Maximum. Auf 2 und 3 ist ein Abfall zu sehen. Jetzt wird so ein bisschen Zeitraffer gemacht, damit das Video nicht zu lange dauert. Und man sieht, jetzt nähern sich alle vier Sensoren wieder aneinander an und die Temperatur fällt generell ab. Nun, warum ist das der Fall?
Das ist der Fall, weil sich jetzt die Temperatur hier über den Stab verteilen kann und dann so diese Verteilung immer breiter wird und sich die Temperatur dieser vier Sensoren halt aneinander annähert. Der restliche Verlauf ist dann relativ langweilig und deswegen läuft das jetzt hier auch in so einem Zeitraffer ab. Also man sieht dann, die Temperaturen auf den vier Sensoren nehmen generell ab und gleichen sich auch an. Am Schluss dieses Messbereiches bei ungefähr bei 300 Sekunden, also nach 5 Minuten, da ist die Temperatur auf allen vier Sensoren schon wieder ungefähr gleich. Allerdings noch etwas höher als zu Beginn, weil halt der ganze Stab jetzt etwas wärmer geworden ist. Gut, man sieht hier diese Messkurven und ich zeige sie noch mal in groß, wie die aussahen. Also der schnelle Anstieg auf diesen inneren Sensoren 2 und 3, das Maximum früh. Auf den äußeren Sensoren zunächst einmal kaum ein Anstieg und dann verzögert und das Maximum deutlich später. Und hinterher dann das Angleichen aller vier Sensoren. Wenn man das Bild jetzt kurz im Kopf abspeichert und dann nochmal in die Rechnung schaut, dann sieht man eben sehr schön, wie hier diese beiden Positionen, innen und außen, ziemlich identisch diese Ergebnisse geliefert haben. Das heißt, man kann diese eindimensionale Wärmeleitung eben wirklich gut verstehen und gut berechnen. Gut, das ist jetzt ein einfaches Beispiel, dieser eindimensionale Fall. Die Deutschlandkarte ist ja eigentlich ein zweidimensionales Beispiel, also eine Fläche, in der sich die Infektionen ausbreiten. Da kann man auch die zweidimensionale Diffusion zeigen. Das zeige ich Ihnen jetzt nicht quantitativ, also mit solchen Messkurven, sondern qualitativ und auch mit einem kleinen Experiment. Dazu gibt man etwas Wasser in eine Schale hinein. Das wird hier gemacht. Und dann kommt in dieses Wasser hinein ein kleines Körnchen Farbstoff, also eine Substanz, die sich auflöst und das Wasser anfärbt. Das ist hier Kaliumpermanganat und ich greife mir jetzt hier so ein Körnchen heraus mit einer Pinzette und gebe das dann in diese Schale hinein. Man sieht zuerst so ein paar Schlieren vom Hineinwerfen, aber dann sieht man auch, wie das Körnchen sich auflöst und so eine kleine Wolke um dieses Körnchen herum entsteht. Und da ist es jetzt so, dass das sehr lange dauern würde. Deswegen zeige ich das jetzt hier auch in einem Zeitraffer mit vierfacher Geschwindigkeit. Man sieht eben, wie sich jetzt diese Farbstoffwolke hier ausbreitet. Und man könnte jetzt auch irgendwie die Farbstoffkonzentration messen, vielleicht optisch, und das mit einer Rechnung vergleichen. Das ginge auch. Auch die zweidimensionale Diffusion kann man natürlich berechnen. Ist ein bisschen komplizierter, aber Sie sehen das eben hier in der Fläche. Gut, und das ist eine Vorstellung, die man haben kann, wenn sich solche Infektionen ausbreiten. Eben lokale Kontakte, die dann die Infektionen langsam in die Fläche ziehen. Nun haben Sie vielleicht schon an der Deutschlandkarte gesehen, ganz so sieht das ja nicht aus. Das breitete sich ja nicht so als Kreis in der Deutschlandkarte aus, sondern das war mehr so fleckig, dass lokale Spots entstanden sind und das so eine gewisse Dynamik hatte. Da ist natürlich jetzt vieles nicht berücksichtigt. Das eine ist, dieses exponentielle Wachstum ist hier ja nicht drin. Da entsteht nicht mehr Farbstoff, weil Fälle anwachsen. Das führt natürlich auch zu einem Effekt. Aber es gibt auch den Effekt der Mobilität darin. Und da möchte ich auch noch mal eine dieser Simulationen zeigen und so ein bisschen darauf hinweisen, dass man da auch diese, ja, wenn man so will, Abweichung von einer reinen Diffusion sehen kann. Hier gibt es wieder eine infizierte Person, die jetzt sich bewegt. Und es ist soziale Distanzierung, das heißt, die meisten Punkte stehen still. Und jetzt entstehen die ersten Infektionen in dem Falle hier an der oberen Kante. Man sieht, die Zahl der Infizierten steigt hier. Auch unten in der Grafik sieht man das. Und dann passiert aber das, dass an der Stelle, wie auch schon in anderen Beispielen, die Infektionen eigentlich wieder abklingen. Man sieht auch, die infizierten Zahlen gingen erstmal wieder ein bisschen herunter. Aber dann gab es Personen, die hier in die äußeren Bereiche gewandert sind und da wieder neue
Hotspots, wenn man so will, ausgelöst haben. Und deswegen sind hier auch die Infektionen nochmal angestiegen. Also man darf jetzt diese einfache Simulation sicherlich nicht überinterpretieren, dass das hier die erste und zweite Welle ist. Aber was man sieht, ist, dass es solche nicht lokalen Effekte durch einzelne Personen gibt, die sich weit bewegen. Und das ist auch der Grund dafür, dass es durchaus sinnvoll ist, wenn man ein Gebiet hat, in dem die Infektionen schon abgeklungen sind, dass man dort dann auch zum Beispiel Personen, die von außen hineinkommen, vorher testet und gegebenenfalls in Quarantäne schickt, um nicht so ein Wiederaufflammen der Infektion zu erzeugen. Gut, das war der Part zur Diffusion. Und jetzt will ich zum Teil Statistik kommen. Bei der Statistik, da geht es darum, wie interpretiert man all diese Infektionszahlen, die man so täglich ja sieht. Hier ist so der Verlauf zu sehen, der Fälle pro Tag und der Todesfälle in Deutschland, hier zwischen Februar und Mitte Dezember. Und diese Fälle, also die bestätigten Infektionen seit Beginn, die werden exakt natürlich registriert. Das sagt ja auch das Infektionsschutzgesetz, das muss exakt aufgenommen werden. Deswegen steht hier 1.527.840 bestätigte Fälle zu dem Zeitpunkt. Und man kann sich schon fragen, die letzten drei Stellen hier meinetwegen, diese 840, wie genau sind die eigentlich bestimmt? Könnte das nicht auch ein bisschen mehr sein oder ein bisschen weniger sein? Kann man da jetzt wirklich so genau die Zahlen interpretieren oder gibt es da eine statistische Streuung? Und das möchte ich jetzt nicht an diesen großen Zahlen zeigen, sondern nochmal das Beispiel vom Beginn aufgreifen mit dieser Inzidenz Mitte Mai. Da war jetzt halt in Coesfeld so eine Zahl von 35 pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen. Und tatsächlich ist diese Zahl 100.000 Einwohner, die ist nicht willkürlich gewählt, sondern das ist so ungefähr die Größe auch eines Landkreises. In Nordrhein-Westfalen sind tatsächlich die Landkreise alle eigentlich größer, wenn ich es richtig nachgeschaut habe. Coesfeld zum Beispiel hat 220.000 grob Einwohner. Aber auch nicht ein Faktor 10 mehr oder ein Faktor 10 weniger, also von der Größenordnung 100.000. Und dann ist halt die Infektion pro 7 Tage pro 100.000 Einwohner in dem Falle 36. Nun, um die statistischen Schwankungen zu interpretieren, muss man auf die absoluten Zahlen, also wie viele Infizierte gab es tatsächlich, übergehen. Und da muss man jetzt eben hier nur um einen Faktor 2,2 korrigieren. Also pro 7 Tage absolut hatte man 79 Fälle. Nun, wenn man so eine Zahl sieht als Zählergebnis, das kann jetzt hier die Infektion sein, das könnte in der Physik aber auch ein Geiger-Müller-Zählrohr sein, was radioaktive Zerfälle zählt, dann wendet man in der Physik oft fast reflexartig für den statistischen Fehler diese Formel an, nämlich dass die Zahl n definiert ist oder statistische Schwankungen hat in der Größenordnung plus minus Wurzel n. Und da ist die Zahl 79 eigentlich auch ganz schön, weil 79 ist ja ungefähr 81, also 9 mal 9. Das heißt, Wurzel 79 ist ungefähr 9. 79 plus minus 9 wären die absoluten Fälle mit der statistischen Schwankung. Das muss man jetzt in der Inzidenz wieder zurückrechnen, also wieder um Faktor 2,2 dividieren. Dann hat man 36 plus minus 4 in dieser Inzidenz. Das heißt, es gibt eigentlich man erwartet eine statistische Streuung in der Größenordnung 4 und man könnte genauso gut da eine Inzidenz von 32 haben oder von 40. Oder auch ein bisschen größer, ein bisschen kleiner. Das ist so eine Häufigkeitsverteilung. Das werde ich gleich noch mehr im Detail erläutern. Ja, zu diesen Häufigkeitsverteilungen werde ich Ihnen nämlich jetzt 2 Verteilungen vorstellen. Einmal die Binomialverteilung und einmal die Poisson-Verteilung. Das klingt jetzt komplizierter, als es eigentlich ist. Das sind Ergebnisse von solchen statistischen Experimenten. Die Binomialverteilung ist eigentlich der allgemeinere Fall.
Man hat einen Topf, der enthält schwarze und weiße Kugeln und die schwarzen Kugeln mit der Häufigkeit P. Und wenn man jetzt ein kleines P hat, hier zum Beispiel 0,1, ein Zehntel, dann ist halt jede zehnte Kugel schwarz. Hier bei P gleich 0,5, also ein Halb, ist jede zweite Kugel schwarz. Und hier bei P gleich 0,9, also 9 Zehntel, sind 9 von 10 Kugeln schwarz. Also fast alle Kugeln schwarz. Und man zieht jetzt aus diesen Töpfen jeweils n Kugeln heraus. Dann habe ich da eine gewisse Anzahl schwarzer Kugeln drin. Und man hat auch schon eine Vorstellung, wie der Mittelwert dieser verschiedenen Ziehungen aussehen wird. Der ist hier mit Lambda bezeichnet und ist n mal p. Also zum Beispiel bei 0,5 als Häufigkeit, jede zweite Kugel ist schwarz. Wenn ich da 10 Kugeln herausziehe, dann werde ich im Mittel 5 schwarze Kugeln dabei haben. Aber eben nur im Mittel. Manchmal habe ich auch 3 schwarze Kugeln nur dabei oder manchmal 6 schwarze Kugeln. Und wenn ich viele solcher Ziehungen mache, dann bekomme ich eine Häufigkeitsverteilung für die Anzahl der schwarzen Kugeln. Gut, das zum Thema Binomialverteilung. Was ist jetzt diese Poisson-Verteilung? Die ist eigentlich ein Spezialfall der Binomialverteilung für sehr kleine p. Und 0,1 ist da schon gar nicht schlecht, werden Sie gleich sehen. Und man hat dann einen vorgegebenen Mittelwert, Lambda, und zieht so viele Kugeln n, um auf das Lambda zu kommen. Auch da mal ein Beispiel. Man möchte wieder 5 schwarze Kugeln als Mittelwert haben, geht aber jetzt auf diese Wahrscheinlichkeit 0,1. Dann muss ich 50 Kugeln ziehen, um im Mittel 50 mal 0,1, also 5 schwarze Kugeln zu haben. Gut, das waren jetzt viele Worte. Eine wieder animierte Rechnung zeigt das eigentlich sehr schön. Können Sie hier oben unter der Webadresse finden. Und da ist eine Binomialverteilung aufgetragen, hier in dem Falle mit dieser kleinen Häufigkeit von 0,1 und jetzt 200 Kugeln. Und damit ist der Mittelwert dann halt 200 mal 0,1, also 20. Man sieht das auch hier, 20 ist der häufigste Wert und es gibt aber auch Werte darunter und darüber. Und in Blau ist aufgetragen diese Poisson-Verteilung für ein Mittelwert von 20, die gilt eben für kleine Werte von p. Und 0,1 ist offensichtlich schon ganz gut, weil die Poisson-Verteilung stimmt hier schon ganz gut mit dieser Binomialverteilung überein. Nun kann man hier in der Animation jetzt noch die Anzahl der Kugeln verändern, wieder über so einen Schieberegler. Und man sieht, dann geht der Mittelwert natürlich herunter. Aber diese Gleichheit von Binomialverteilung bei 0,1 Häufigkeit und der Poisson-Verteilung, die bleibt eigentlich erhalten. Und zu der Streuung der Werte, also in dem Falle der Anzahl der Kugeln, kann man jetzt sagen, dieser Plus-Minus-Wurzel-N-Fehler, der gilt eigentlich streng genommen für diese Poisson-Verteilung. Und das sieht man auch hier, man hat den Mittelwert von 10, muss man auch wieder ein bisschen runden, ist ja ungefähr 9, also 3 mal 3. Das heißt, der erwartete Fehler, dieses erwartete Plus-Minus, sollte so in etwa 3 sein. Und wenn man hier hinschaut, ja, diese Verteilung ist auch so Plus-Minus 3 breit. Gut, das zum Thema kleine Häufigkeiten, Poisson-Verteilung. Jetzt schauen wir uns einmal etwas größere Häufigkeiten an, so 0,5 oder hier in dieser animierten Rechnung habe ich jetzt 0,6 gewählt. Und das passte einfach von der Darstellung her besser. Hier werden jetzt 100 Kugeln gezogen mit dieser Häufigkeit 0,6 und der Mittelwert ist dann entsprechend 60 und in Rot aufgetragen ist das Ergebnis dieser Binomialverteilung. In Blau ist jetzt aufgetragen das Ergebnis der Poisson-Verteilung, also für kleine Häufigkeit, zum Beispiel für p gleich 0,1, dann müsste ich halt entsprechend 600 Kugeln ziehen. Und man sieht, jetzt gibt es einen Unterschied. Jetzt ist die Binomialverteilung schmaler als die Poisson-Verteilung.
Und in der Animation zeige ich Ihnen wieder, dass das auch gilt, wenn ich jetzt mit dem Schieberegler die Anzahl der Kugeln verändere. Dann geht der Mittelwert auch entsprechend herunter, aber die Binomialverteilung bleibt immer schmaler als die Poisson-Verteilung. Ja, und warum diese Binomialverteilung jetzt schmaler ist als die Poisson-Verteilung, das kann man gut verstehen, wenn man jetzt zu sehr großen Häufigkeiten geht. Und ich gehe jetzt nicht nur auf 0,9 in dieser animierten Rechnung, sondern sogar auf 0,99. Also 99% aller Kugeln sind schwarz. Und wenn man jetzt 60 Kugeln herauszieht, dann kann man sich vorstellen, wird man natürlich im Allgemeinen immer 60 schwarze Kugeln dabei haben. Halt manchmal ein wenig weniger. Und deswegen wird die Binomialverteilung hier halt extrem schmal. Und die Poisson-Verteilung, die bleibt gleich. Die ist halt weiterhin für eine kleine Häufigkeit, also zum Beispiel 0,1. Und um jetzt bei dieser 0,1 Häufigkeit diese Mittelwert von 59,4 zu erreichen, da müsste ich halt 594 Kugeln herausziehen. Und dann hätte ich hier diese Verteilung. Man sieht jetzt, auch wenn ich die Anzahl der Kugeln verändere, dann in der Binomialverteilung, dann bleibt das Verhalten ungefähr gleich. Der Mittelwert sinkt, aber die Binomialverteilung ist immer viel schmaler als die Poisson-Verteilung. Okay, jetzt könnte man sich fragen, wie sieht das denn eigentlich bei den Infektionen in der Corona-Epidemie aus? Kann man da denn wirklich diesen Wurzel-N-Fehler anwenden? Nun, hier ist eine Statistik gezeigt oder Zahlen gezeigt für die durchgeführten Tests. Das waren im Frühjahr so ungefähr 250.000 pro Woche. Und das ist dann in den Winter hinein auf mehr als 1 Million pro Woche angestiegen. Und gleichzeitig ist aufgetragen, wie groß der Anteil der positiven Tests war. Man sieht da, wo viele Erkrankungen waren, hier im Frühjahr und dann hier, das geht bis in Oktober, da kriegt man dann schon eine positive Rate so von ungefähr 10%. Aber man sieht schon daran, dass das nicht so eine statistische Auswahl ist, denn das wäre in dem Fall ja fürchterlich. 10% Positive würde ja dann heißen, dass wir in Deutschland 8 Millionen Infizierte haben. Und da wäre ja das Gesundheitssystem schon komplett überlastet. Und dass das nicht so ist, liegt halt daran, dass man ausgewählt testet. Man testet halt primär erstmal Personen mit Symptomen. Und wenn man dann positiv Getestete gefunden hat, testet man auch noch die Kontaktpersonen und versucht so dann möglichst alle Infizierten zu finden bei einer möglichen Anzahl an Tests. Man kann eben nicht die gesamte Bevölkerung quasi in ganz kurzen Zeitabständen testen. Und tatsächlich ist es ein Hinweis, wenn man eine kleine Positivrate hat, dass man eben diese Suche nach Infektionen breit ausweiten kann. Und deswegen zeigen so niedrige Positivraten wie hier im Sommer von einigen Prozent an, dass diese Nachverfolgung schon ganz gut funktioniert. Also dann findet man hoffentlich mehr der Fälle. Wenn die Positivrate größer wird, dann wird das schwieriger. Das heißt, obwohl jetzt hier diese Häufigkeit so ist, dass man sagen würde, 0,1, also 10%, das ist ja ganz gut Poisson-Statistik, muss man sagen, man kann das vielleicht ein bisschen in Frage stellen, ob dieser Wurzel-N-Fehler jetzt so genau passt. Aber ich glaube schon, dass er passt, weil es gibt noch ein weiteres Argument, wo auch diese Poisson-Verteilung auftaucht. Und das ist bei zeitlich zufälligen Vorgängen. Und als jemand, der auch in der Hobbyastronomie interessiert ist, nehme ich hier Sternschnuppen, die beobachtet man, man schaut in einen gewissen Bereich des Himmels und zählt, wie viele Sternschnuppen hat man in einer Stunde hier gesehen. Also zum Beispiel in dieser Stunde 5 Sternschnuppen hat man beobachtet. In der nächsten Stunde sind es dann vielleicht ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Und wenn man das dann aufträgt, kann man auch
zeigen, dass das auch eine Poisson-Verteilung ist. Also hier dann 5 plus minus Wurzel 5 Sternschnuppen, die man pro Stunde beobachtet, wenn man das mehrere Stunden so macht. Und da dieses Infektionsgeschehen ja auch zeitlich ist, das heißt, diese Infektionen treten jetzt auch zufällig auf und man schaut für eine Woche zum Beispiel, wie viele Infektionen hat man denn gehabt, da kann man schon erwarten, dass das ein zusätzlicher Grund ist, warum diese Wurzel 5 Schwankung tatsächlich realistisch ist. Das ist sozusagen die Mindestschwankung, die man auf jeden Fall erwarten sollte. Also viel genauer oder genauer sollte man diese Zahlen nicht interpretieren. Wenn man eine Zahl hat, in absoluten Zahlen muss man sagen, eben wirklich in gezählten Infektionen, dann hat man immer plus minus Wurzel dieser Zahl als Schwankungsbreite. Und tatsächlich ist es so, dass eigentlich noch viel größere Schwankungen auftreten. Und eine dieser Schwankungen, die wurde hier auch von einem Kollegen aus der Physik in der TU, dem Herrn Uhrig, schon im April erwähnt, auch in einer Art Öffentlichkeitsarbeit. Nämlich er hat in den Ruhrnachrichten darauf hingewiesen, und das war in der Öffentlichkeit zumindest zu dem Zeitpunkt noch nicht so bekannt. Inzwischen hört man das quasi immer gebetsmühlenartig, dass am Montag die Zahl der Infektionen niedriger ist, weil am Wochenende weniger getestet wird. Das wird also immer dazu gesagt. Und das konnte man dann auch schon im April beobachten, dass es da diese periodische Schwankung gab. Und das war wichtig, weil es teilweise immer aufregend war, wenn die Fälle hier zuerst gesunken sind und dann wieder gestiegen sind und wieder gesunken sind und wieder gestiegen sind. Wenn man das ein paar Mal beobachtet hat, konnte man verstehen, das ist ein Wochenrhythmus. Und wenn man dann drüber nachdenkt, woher der kommen könnte, kann man eigentlich auch verstehen, dass das plausibel ist. Nun, diesen Wochenrhythmus kann man gut herausnehmen, indem man so einen gleitenden Mittelwert über 7 Tage macht. Und dann sieht man hier diese geglättete Kurve, die sieht halt schon viel systematischer aus. Und aus dieser geglätteten Kurve hat er dann hier schon optimistisch gesagt, ja, das sieht so aus, die flacht ab und wird wahrscheinlich auch dann weiter abfallen. Also das sozusagen konnte man da so ein bisschen schon ahnen, natürlich auch mit etwas expliziteren Rechnungen schon vorhersagen. Und wichtig ist tatsächlich hier, dass man über 7 Tage mittelt. Wenn man zu viel des Guten tut, also über 9 Tage mittelt, dann wird die Kurve wieder gezackelter. Und das liegt daran, dass man mit dieser 7-Tages-Mittelung genau diese Periode der Oszillation aus den Zahlen heraus extrahiert. Und dann bleibt halt wirklich so eine schöne glatte Kurve übrig. Er hat aber auch darauf hingewiesen, dass man, wenn man jetzt auf lokale Daten schaut, zum Beispiel nur in Dortmund zu dem Zeitpunkt, dass die Zahlen dann relativ klein sind. Und je kleiner die Zahlen sind, desto anfälliger sind sie für zufällige Schwankungen. Und das ist dieser Wurzel-N-Fehler. Ich hatte ja gezeigt oder erklärt, für 10 hat man ungefähr eine Schwankung von 3, eben plus minus Wurzel aus 9, ungefähr plus minus Wurzel 10. Das heißt, eine Schwankung von 30%. Wenn man jetzt 10.000 als Infektionszahl hat, dann wäre diese Schwankung, Wurzel aus 10.000 wäre 100, und das ist nur 1% von 10.000. Das heißt, mit dieser Wurzel-N-Statistik, wenn die dann wirklich stimmt und das einzige ist, dann schwanken große Zahlen weniger stark als kleine Zahlen. Gut, zu diesem Thema Statistik, Zahlen will ich jetzt noch eine abschließende Bemerkung machen, weil man das Experiment mit dieser eindimensionalen Wärmeleitung tatsächlich noch mal für eine etwas lose Analogie nutzen kann, die ich aber wichtig finde, weil mich ein Punkt manchmal in der öffentlichen Diskussion da geärgert hat. Und zwar, wenn man sich hier anschaut, gibt es die Fälle pro Tag und es gibt die Todesfälle. Und man sieht einerseits in den Daten, kann aber auch verstehen und konnte auch vorhersagen, dass die Todesfälle immer erst nach den Infektionen ansteigen werden. Das liegt halt daran, dass die Personen erstmal krank werden, ernsthaft krank werden, Intensivbetten belegen
und dann, wenn es sich ganz schlecht entwickelt, eben auch versterben. Das Ganze hat auch noch einen Verlauf über verschiedene Altersklassen, weil ja nur die hohen Alter stark von der Krankheit sozusagen betroffen sind. Und deswegen ist das ein systematischer Verlauf, dass die Todesfälle später einsetzen als die Infektionen. Und wenn man sich jetzt nochmal die Kurve anschaut von diesem eindimensionalen Wärmeleitungsprozess, dann sah das ja so ein bisschen ähnlich aus. Die Temperatur auf diesem inneren Sensor, die stieg zuerst an und dann erst nachlaufend stieg die Temperatur auf diesem äußeren Sensor an. Das ist jetzt nicht irgendwie direkt vergleichbar, aber beides lässt sich durch geeignete Gleichungen beschreiben und auch verstehen, ist halt ein systematischer Zusammenhang. Und hier wird es geradezu handgreiflich. Wenn Sie selber schon mal gelötet haben und einen Draht festhalten und festhalten müssen, damit er nicht lose wird, und dann hier löten, dann wissen Sie vielleicht, wenn Sie da auch nur kurz löten und dann den Lötkolben wegnehmen und dann aber weiter festhalten müssen, dann kann es halt sein, dass Sie sich nachher die Finger verbrennen, weil da auch die Wärmeleitung so einen nachlaufenden Prozess erzeugt. Und ähnlich ist es eigentlich hier. Ich finde es geradezu dumm zu sagen, wenn die Infektionen ansteigen, dann das Argument zu bringen, ja, aber die Intensivstationen sind ja noch leer und wir haben noch gar keine Todesfälle, denn das ist ja vorhersehbar, dass das dann nachfolgen wird. Und so eine Argumentation ist einfach nicht seriös. Gut, dann komme ich zum letzten Teil des Vortrages. Da will ich Ihnen ein wenig berichten, wie man die Lüftung eines Raumes durch die Messung der CO2-Konzentration messen kann und damit zum Beispiel schauen kann, wie sieht eine geeignete Lüftung aus. Nun, warum ist das wichtig? Es ist deswegen wichtig, weil eine infizierte Person, ich habe mal hier eine beliebige infizierte Person herausgegriffen, die verteilt kleine Tröpfchen. Insbesondere beim Atmen oder beim Sprechen, noch mehr beim Singen. Deswegen gab es diese Infektionen in Chören. Und diese Tröpfchen sind teilweise groß, dann fallen sie schnell zu Boden. Zum Teil sind sie aber auch sehr klein, also Mikrometer klein oder noch kleiner. Und dann schweben sie sehr lange in der Luft und können sich über Stunden anreichern. Und wenn die Person infiziert ist, dann beinhalten diese Tröpfchen halt Viren und können sich anreichern. Und wenn eine andere Person im Raum ist, kann sie das einatmen und sich infizieren. Und jetzt ist halt der Punkt, dass man untersuchen muss, wie viel Atemluft befindet sich jetzt in dem Raum, gerade wenn er schlecht gelüftet ist. Und dabei kann man nutzen, dass man mit der Atemluft halt auch immer CO2, also Kohlendioxid, ausstößt. Das ist ja das Produkt der Atmung. Und das als Anhaltspunkt nehmen, wie viel Atemluft befindet sich denn schon im Raum. Und so eine Messung zeige ich Ihnen einmal hier. Die habe ich in meinem eigenen Büro gemacht, 16 Quadratmeter groß. Und habe hier mit einem Sensor, den ich an den Rechner anschließen konnte, den zeitlichen Verlauf aufgezeichnet, hier über die Uhrzeit. Ich erkläre später noch, was da alles zu sehen ist. Einen anderen Sensor habe ich auch mal genommen, um das zu vergleichen. Und Sie sehen in Grau auch eine Kurve. Da wird ein Modell verwendet. Und das Modell werde ich gleich auch noch erklären, um diesen Verlauf zu deuten. Nun, ich sollte noch sagen, was hier aufgetragen ist, das ist die CO2-Konzentration in ppm, also in Part per Million, das heißt Teile pro Million, die ist also nicht sehr groß. Und es ist nur das Delta aufgetragen, die Nulllinie ist hier die CO2-Kohlendioxid-Konzentration in der Frischluft draußen. Und wenn man sich auf einem hohen Berg befindet und da ist schöne frische Luft, dann ist das ja etwas über 400 ppm und steigt langsam an. Und dieser Anstieg ist in der Thematik Klimawandel wichtig, weil der entsteht durch das Verbrennen fossiler Brennstoffe und beeinflusst halt unser Klima. Aber der Frischluftwert ist ja einfach immer abgezogen, sodass diese Basislinie null ist. Und in der Stadt ist das auch nicht unbedingt nur knapp über 400, weil da gibt es ja Autos, gibt es Heizungen. Das heißt, da misst man auch schon mal 500. Das kann man vielleicht so hier als Basislinie sich vorstellen. Und jetzt halt, wenn ich mich in dem Raum aufhalte, dann kommt bis zu 500 ppm Kohlendioxid hinzu durch mich. Und tatsächlich ist der Wert von
1000 ppm, also hier oben 500 plus 500, der Wert, den auch schon vor Corona-Zeiten so der Arbeitsschutz empfohlen hat, da sollte man lüften, einfach weil man dann sich schlechter konzentrieren kann, vielleicht Kopfweh bekommt oder sonst was passiert. Aber jetzt eben in Corona-Zeiten wird es noch wichtiger. Nun, wie ist diese Modellrechnung hier entstanden? Da ist ein relativ einfaches Modell verwendet worden. Man nimmt den Raum mit dem Volumen V und hat dann die Lüftung des Raums. Also es kommt Frischluft hinzu mit dieser Konzentration über der Basislinie von 0. Und pro Zeiteinheit kommt ein gewisses Volumen dV dazu. Also dV über dt, das wird auch mit V-Punkt abgekürzt. Das ist quasi die Menge, wie viel Luft kommt pro Zeiteinheit Frischluft in den Raum hinein. Die gleiche Menge an belasteter Luft, an verbrauchter Luft mit Atemgas muss natürlich wieder aus dem Raum heraus. Also hier ist das gleiche V-Punkt, aber jetzt mit der Konzentration C von T, eben nicht Frischluft, sondern die Konzentration, die zum Zeitpunkt T in dem Raum hier herrscht. Das muss die gleiche Menge sein, weil sonst würde ja Überdruck oder Unterdruck in dem Raum entstehen. Und das ja, findet ja auch nicht statt und möchte man nicht haben. Gut, zusätzlich kommt halt CO2, Kohlendioxid, von den Personen dazu. Vom Volumen her ist das zu vernachlässigen. Das ist ja Part per Million, also Teile pro Million. Das heißt, hier, deswegen ist der Pfeil hier auch nur so klein. Aber in der Konzentration spielt das natürlich die entscheidende Rolle, wenn man so will. Und diesen zeitlichen Verlauf C von T, den kann man dann mit dieser Gleichung beschreiben. Das ist eine Differentialgleichung, wo die Änderung dieser Konzentration dann verknüpft ist. Einmal mit diesem CO2-Ausstoß der Personen und einmal hier mit diesem Luftwechsel V-Punkt durch die Lüftung. Ich will das nicht im Detail erklären, sondern das Ergebnis hier zeigen. Auch die Formel sieht auf den ersten Blick sicherlich kompliziert aus, aber ich erkläre mal das, was eingeht, und dann wird man es vielleicht auch besser verstehen. Ein wichtiger Punkt ist diese Luftwechselrate, also Luftaustausch pro Zeiteinheit dividiert durch das gesamte Volumen. Das hat die Einheit 1 pro Zeit, also zum Beispiel bedeutet 1 pro 2 Stunden, dass nach 2 Stunden einmal das Volumen des Raumes an Frischluft in den Raum hineingekommen ist. Und das muss man sich jetzt nicht so vorstellen, dass die Frischluft die andere Luft aus dem Raum verdrängt, sondern das ist so ein Verdünnungsprozess. So wie wenn man zum Glas Salzwasser, was voll gefüllt ist, Frischwasser dazukippt, das läuft über, dann ist natürlich nicht, wenn man ein Glas dazukippt, kein Salz mehr drin, sondern erst wenn man ganz viel Wasser dazugekippt hat, dann wird das immer mehr verdünnt und die Konzentration sinkt ab. So ist das hier auch. Der andere Part, der eingeht, ist dieses V-Punkt Q-CO2, das ist die Quelle durch die Person. Und wenn die 0 ist, dann fällt halt dieser ganze hintere Term weg. Und bleibt nur noch das vorne übrig. Und dann hat man hier einen exponentiellen Abfall. Sie erkennen diese Exponentialfunktion wieder mit dem E, 2,72 ungefähr. Und hier ist es jetzt so, dass in dieser Exponentialfunktion ein Minus steht. Deswegen ist nach der Zeit V durch V Punkt, das ist also der Kehrwert, wenn das hier 1 über 2 Stunden war, wäre das jetzt die Zeit 2 Stunden. Nach diesen 2 Stunden ist die ursprüngliche Konzentration zum Zeitpunkt 0 um einen Faktor 2,72 abgefallen. Also durch 2,72 muss die dann dividiert werden. Das ist das eine, was man so mehr oder minder direkt an der Formel sehen kann. Und der andere Punkt ist, wenn man jetzt zu ganz langen Zeiten geht, also t gegen unendlich gehen lässt, dann sind diese Exponentialfunktionen eigentlich null. Die fallen dann immer weiter ab und werden null. Und dann bleibt nur noch dieser Teil hier übrig mit der 1 und dem VQ-Punkt CO2 durch V-Punkt. Und das ist dann das Gleichgewicht, was sich einstellt nach langer Zeit durch den CO2-Ausstoß der Person, durch die Lüftung, dann stellt sich so eine Gleichgewichtskonzentration ein. Werden Sie gleich auch nochmal sehen. Gut, ich zeige Ihnen jetzt die Details dieser Anwendung auf die Messkurve. Da ist jetzt eine Menge zu sehen. Wir fangen erstmal hier an. Um 17 Uhr habe ich in dem Fall tatsächlich pünktlich Schluss gemacht auf der Arbeit und
habe den Raum verlassen. Dann war hier mein Ausstoß eben oder kein Ausstoß mehr da, 0 Liter pro Stunde CO2. Und ich habe aber nicht mehr gelüftet. Und dann sah man, über Nacht ist die CO2-Konzentration abgefallen. Und man sieht, das funktioniert genau mit so einer oder verläuft genau mit so einer Exponentialfunktion. Und man kann jetzt hier ablesen, dass nach ca. 2,4 Stunden man um diesen Faktor 1 durch 2,72 abgefallen ist. Das heißt, die Zeit für den Luftwechsel bei geschlossener Tür und geschlossenem Fenster über Nacht ist 2,4 Stunden. Das ist ja auch gut so. Mein Büro soll ja nicht luftdicht sein, sonst würde ich ja bei geschlossenem Fenster und Tür irgendwann mal in dem Büro ersticken. Also einen gewissen Luftaustausch über die Decke, über irgendwas gibt es schon. Gut, dann sieht man, über den Tag war ich im Raum und habe halt CO2 ausgestoßen. Und dann sieht man, mit dem Luftwechsel bei geschlossenen Tür und Fenster und meinem Ausstoß von 15 Liter pro Stunde kann ich hier die Messung eigentlich ganz gut beschreiben. Dann habe ich hier gelüftet, danach gibt es wieder einen Anstieg, 26 Liter pro Stunde, hier 21 Liter pro Stunde, hier 24 Liter pro Stunde. Die Werte sind plausibel, denn 50 Liter pro Stunde ist der CO2-Ausstoß, den man findet für eine Person in Ruhe. Und am Morgen war ich ziemlich in Ruhe. Später habe ich mich entweder mehr bewegt oder habe mehr gedacht. War mein CO2-Ausstoß etwas höher. Aber so ernst darf man vielleicht auch jetzt diese Modellrechnung nicht nehmen. Das ist ja wirklich mit sehr, sehr simplifizierten Voraussetzungen gerechnet. Was interessant ist, ist das Lüften. Und das ist hier mit weit offenem Fenster passiert. Und man sieht, nach 2 Minuten weit offenem Fenster hat man auch hier einen Abfall, so in etwa um diesen Faktor von 1 durch 2,72. Das heißt, die Zeit für Luftwechsel mit weit offenem Fenster ist halt jetzt nicht 2,4 Stunden, wenn der Raum zu ist, sondern 2 Minuten. Das geht recht schnell. Man sieht, 1 Minute reicht nicht ganz aus. Da ist die CO2-Konzentration nur wenig abgefallen. Und man sieht, 5 Minuten, das ist prima. Da ist man quasi wieder auf dem Ursprungswert. Und das kann man auch verstehen, denn wenn man hier diese Zeit verdoppelt oder sogar noch etwas mehr als verdoppelt, dann ist man ja quasi wieder auf Null in diesem exponentiellen Abfall. Gut, das habe ich jetzt am nächsten Tag gleich angewendet, habe halt immer 5 Minuten mit weit offenem Fenster gelüftet und man sieht auch, da komme ich praktisch immer wieder auf die Basislinie herunter. Und wenn ich dann oft genug lüfte, hier zum Beispiel jede halbe Stunde, dann habe ich auch nur einen Anstieg, so hier um 200 ppm CO2 über dieser Frischluftkonzentration. Und das würde halt bedeuten, dass sich jetzt wenig Aerosole von mir im Raum auch ansammeln. Und wenn dann eine andere Person in den Raum käme oder eben schon drin wäre, dann wäre das wahrscheinlich für uns beide ungefährlich. Und diese Zahlen, die da so herauskommen, sind auch konsistent mit diesen Empfehlungen für Schulen. Da heißt es ja, man soll alle 20 Minuten für 5 Minuten mit weit offenen Fenstern lüften. Ich denke, das ist mit vergleichbaren Luftwechseln auch berechnet worden. Und man sieht, das ist eben auch durchaus plausibel. Das kann man so nachvollziehen. Hier ist noch zu sehen, da bin ich dann von ungefähr 16 Uhr bis 18 Uhr nicht im Büro gewesen. Da war ich dann irgendwo anders an der TU und hatte vorher gelüftet. Und dann habe ich keinen CO2-Ausstoß und dann bleibt man natürlich auch auf der Frischluftkonzentration. Das heißt, man sieht schon, ich bin die CO2-Quelle. Und wenn ich dann abends wieder ins Büro komme, steigt die Konzentration nochmal an. Zum Schluss habe ich dann nochmal gelüftet. Gut, auf der letzten Folie zu diesem Thema will ich Ihnen jetzt noch eine andere Lüftungsmethode vorstellen, nämlich dann, wenn man das Fenster nur kippt. Und dazu habe ich tatsächlich nach dem letzten Brötchen und Borussia-Vortrag am Samstag bin ich nochmal ins Büro gegangen, habe dann tatsächlich noch ein bisschen gearbeitet und dann um 18 Uhr habe ich extra nicht gelüftet, war ein sehr hoher Anstieg hier über der Basislinie von 800 ppm zu sehen, also 1300 ppm im Büro, aber ich war ja alleine drin, deswegen war das ja okay. Und das habe ich dann genutzt, um das Fenster zu kippen und mir dann mal den Abfall anzusehen. Und da sieht man, natürlich fällt die CO2-Konzentration ab, aber deutlich langsamer als bei weit geöffnetem Fenster.
wenn man sich das anschaut, hier aus dieser angepassten Kurve oder auch aus diesem Abfall hier, kommt man auf 22 Minuten. Also jetzt nicht 2,4 Stunden, wie wenn das Fenster, wie ein Raum komplett geschlossen ist, aber auch nicht 2 Minuten, wie mit voll offenem Fenster, sondern 22 Minuten. Also schon mal deutlich langsamer. Und man sieht auch, man kommt auf einen Gleichgewichtswert. Also das geht jetzt nicht mehr beliebig herunter, sondern wird erstmal konstant. Und tatsächlich kann ich auch einen realistischen CO2-Ausstoß ansetzen, 26 Liter pro Stunde, und diesen Gleichgewichtswert eigentlich damit auch gut beschreiben. Man sieht, wenn ich dann das Fenster wieder ganz aufmache, dann geht es wieder Richtung Basislinie. Also da war tatsächlich vorher schon ein Gleichgewichtswert erreicht. Das Schöne ist, mit dieser Modellrechnung kann ich jetzt ohne Infektionsgefahr auch 2 Personen in den Raum packen, indem ich einfach den CO2-Ausstoß verdoppele. Und dann sieht man, ist dieser Gleichgewichtswert hier schon sowas wie 300 ppm oder etwas drüber. Also das, was man so bei gutem Lüften eigentlich vielleicht als Spitzenwert erreicht, der wird halt hier konstant angenommen im Gleichgewicht. Und das zeigt eben, so ein Fenster zu kippen, das ist nicht so effizient, wie es weit aufzumachen. Und tatsächlich ist das ja auch nicht viel angenehmer. Durch dieses gekippte Fenster zieht auch immer wieder kalte Luft hinein. Also dieses weit aufmachen ist sicherlich die geeignete Methode. Gut. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum wir schon ein wenig hoffen können, im Sommer dann auch aus dem Grunde wieder bessere Infektionszahlen zu haben, weil wir halt dann die Fenster wieder ganz auflassen können, uns mehr im Freien aufhalten. Das sieht man hier mit der Durchschnittstemperatur. Die wird halt so ab April vermutlich wieder nach oben gehen. Und was ich Ihnen zeigen wollte, ist eben, dass man mit solchen Analogien aus der Physik einige dieser Effekte bei der Pandemieausbreitung verstehen kann und so die Informationen auch ein bisschen einordnen kann. Obwohl ich, das muss ich nochmal erwähnen, da eben kein Fachmann bin und wirklich quantitative, detaillierte Aussagen dazu nicht machen kann. Die sind aber ja auch ohnehin gar nicht so einfach. Auch die Leute, die so eine Ausbreitung wirklich professionell modellieren, sagen, dass sie große Unsicherheitsfaktoren darin haben und dann ihre Rechnungen immer weiter verbessern, um sinnvolle Handlungsvorschläge auch machen zu können. Aber das Wichtige ist halt, wir können durch solche Erkenntnisse den Verlauf der Ausbreitung beeinflussen und wir müssen nicht wie im Mittelalter hinnehmen, dass so eine Erkrankung durch die Bevölkerung läuft und vielleicht 30% oder jedenfalls sehr viele Personen dabei ums Leben kommen, sondern wir können da aktiv dagegen arbeiten, natürlich auch mit Impfung und anderen Entwicklungen der Wissenschaft. Und das ist auch in anderen Fragen. Ich hatte ganz kurz bei der CO2-Konzentration den Klimawandel erwähnt, natürlich genauso wichtig. Auch da gibt es nachlaufende Prozesse. Wenn man jetzt den CO2-Menge in der Atmosphäre nicht reduziert, wird es definitiv in der Zukunft Folgen geben. Und das weiß man halt auch schon. Das sind halt Fakten in all diesen Sachen, die in der Wissenschaft solide als Erkenntnis vorliegen. Und diese Fakten sollte man halt auf keinen Fall ignorieren oder sie sich schönreden. Und vielleicht hat man auch gesehen, dass die Physik da so ein bisschen eine Überblickswissenschaft auch sein kann. Wir machen ja auch immer ein bisschen Werbung für das Physikstudium in dieser Veranstaltung, sodass Sie sehen, dass aus dem Grunde vielleicht auch ein Physikstudium, vielleicht sogar an der TU Dortmund, reizvoll sein kann. Und in diesem Sinne möchte ich mit einem Schlusswort noch mal von der Bundeskanzlerin enden. Ich habe mich in der DDR zum Physikstudium entschieden. Das hätte ich in der alten Bundesrepublik wahrscheinlich nicht getan, weil ich ganz sicher war, dass man vieles außer Kraft setzen kann, aber die Schwerkraft nicht, die Lichtgeschwindigkeit nicht und andere Fakten nicht. Und das wird auch weiter gelten, meine Damen und Herren. Da brauchen wir uns gar keine Sorgen zu machen. Ja, das ist in gewissem Sinne ja auch ein beruhigendes Schlusswort. Und damit danke ich für die Aufmerksamkeit.